Okay, kurz vorab, wenn also heute bzw. in dieser Woche die Folgen so ein bisschen komisch kommen, dann kann es daran liegen, dass ja auch Update Dezember ist und wenn dort von Supercell natürlich was kommt, dann schiebe ich das immer sicherlich dazwischen bzw. vor den Videos, die hier kommen. Also das Ganze kann immer so ein bisschen zeitverzögert sein, aber jetzt erstmal zum eigentlichen Thema. Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, was wollen wir eigentlich heute machen? Wir wollen heute einen Live-Angriff machen und zwar Rathaus 11 mit Blimp. Also gerade wenn es hier gegen größere Rathäuser geht, ihr seht größere Rathäuser, damit meine ich, das Rathaus hier ist jetzt ja eine Stufe, ne, über mir. Das geht ja noch und der Rest der Base ist einfach, ich will es mal wirklich so sagen, Schrott. Also der hat hier ein voll ausgebautes Rathaus und einen dicken Adler gehabt. Kleiner Vorteil hier: die hatten keine Clanburg. Die hatten keine Clanburg und deswegen konnten wir hier, glaube ich, so ganz gut reingehen. Und in der Blimp habe ich Magier drin, Leute. Habe ich Magier drin und die gehen auch ganz gut durch. Ich habe also relativ viel geschafft. Ich will nicht sagen, dass ich das immer noch hart übe hier mit der Blimp. Aber ja, so ein bisschen übe ich das. Ich meine, die Frage war im Stream berechtigt. Toto, warum spielst du die Blimp jetzt mit dem Hybrid? Weil der Base, der Rest der Base halt so unheimlich schlecht ist. Und Mitte ist raus, seht ihr, Adler noch geschafft, fast sogar noch die Infernos geschafft. Aber dann hier mit den Supermauerbrechern rein in die Base mit einem Queen Charge oder Queen Walk. Ja, im Moment sieht es noch aus wie ein Walk, aber charged gleich schon drin, also da, wo sie auch rein soll. Und ich bin dann irgendwann, ich glaube, von rechts oben mit meinem Hybrid dann gestartet, denn da war am wenigsten und hier unten konnten sich in jedem Fall King und Queen weiter durchkämpfen. Also das machen sie auch und ich habe jetzt natürlich keine Belagerungsmaschine und nichts mehr, da ich die ja schon komplett verbraucht habe. War aber nicht so schlimm und das Ganze würde ich heute gerne noch mal mit euch heute live machen, weil es sich halt anbietet. Ob es mir noch mal gelingt, kann ich mir natürlich nicht sagen. Gerade bei dieser Blimp-Spielerei musst du immer mit einplanen: ist da irgendwo vielleicht eine Riesenbombe, wo deine Truppen dann gleich reinblimpen? Oder aber sind da Fallen, Sprungfallen etc. So ein bisschen konnte ich mich an anderen Bases orientieren, denn es gab Leute, die hatten die gleiche Base wie diese hier. Und da habe ich mir die Angriffe vorher angeschaut, ob dort vielleicht irgendwo im inneren Kreis eine Bombe liegt. Und das war in, oder sagen wir mal so, das war nicht der Fall. Und deswegen konnte ich meine Blimp da direkt an der Clanburg rauslassen. Das muss natürlich nicht immer gelingen, aber hier habt ihr gesehen, sehr, sehr späte Wardenzündung und der Rest der Base ist halt dann nicht mehr gut. Und so waren das hier ganz nette 3 Sterne. Ob mir das heute Morgen nochmal gelingt, das weiß ich nicht. Die Clankriege hier laufen so ein bisschen tüdelig aus, will ich mal sagen. Nämlich ein wenig, ja, mittags irgendwie laufen die aus. Oder nachmittags oder früher Nachmittag. Ja, so sind das hier gute 3 Sterne. Wir haben den ersten Clankrieg hier auch gewonnen und den zweiten, ja, ich gehe mal davon aus, dass wir den vielleicht verlieren werden, denn die Rathäuser auf der anderen Seite sind wieder jenseits von Gut und Böse. Macht aber nichts, da lassen wir uns nicht von abschrecken. Und ich würde sagen, wir machen das erstmal, aber ich muss kurz meine Armee loswerden im Farm-Modus. Nur gleich den ersten Klick hier, dann haben wir gar keinen Zeitverzug. Auch das ist ja so eine typische Base in Clash of Clans. Rathaus hochgeballert. Und der Rest der Base hier ist einfach nur Müll. Muss man ja mal so sagen. Die verbrauche ich jetzt mal nicht, sondern da können wir ruhig mit denen hier reingehen. Und nehmen wir die hier mal über Ecke. Auch das ist nicht so schlimm, glaube ich. So, wir nehmen hier einen Mauerbrecher. 6 von denen hier. Einmal unsere Helden. Noch ein Held. Wir nehmen die Clanburg ruhig mit. Da kommt jetzt auch noch mal das gleiche raus, beziehungsweise was ich gleich in der Clanburg habe. Ich habe hier einen Heilzauber. Das liegt an dem Spiel im Pass. Auch das war immer eine berechtigte Frage in dieser Woche, beziehungsweise nicht in dieser Woche, sondern eine berechtigte Frage im Stream. Toto, wieso nimmst du denn Heilzauber mit? Ja, das mache ich nur wegen dem Passspiel. Da muss man ja irgendwo einen Heilzauber nehmen. Was natürlich ein bisschen dusselig ist, aber oh ja, ist nicht ganz so schlimm. Müssen wir durch. Und ich habe die Armee aber schon fertig, die wir gleich spielen werden. Wir
wirklich, macht das ähnlich wie eben oder wie gezeigt in dem Angriff. Wenn ihr andere Angriffe von uns sehen wollt, dann müsst ihr in die Livestreams mit reinkommen. Am Montag, Mittwoch oder am Freitag. Denn dort zeige ich in der Regel recht viel. Beziehungsweise, wenn wir natürlich was live mitkriegen, dann zeigen wir das live oder wir machen was live. Das wisst ihr mittlerweile auch, dass ich das ganz gerne mit euch so mache. Und deswegen behalten wir es auch einfach so bei. Sollten übrigens, das sage ich mal lieber am Anfang. Ich glaube, das mische ich euch am Anfang mal mit rein. Also bevor wir überhaupt anfangen, mische ich euch noch was in den Anfang mit rein. Ja, so mache ich das. Ist, glaube ich, besser. Wenn wir das so machen, quicken wir gleich nach. Können wir nicht machen, weil wir keine Supermauerbrecher haben. Okay, nehmen wir. Irgendwie ist die Supermauerbrechertruppe auch, ich glaube, in fast jeder Armee drin. Aber so haben wir es geschafft. Ich lasse mir mal eben Klamburg geben und schneide ein ganz kurzes Stück für vor dem Video, damit ihr informiert seid, was eigentlich abgeht. Okay, Leute, ich bin ready und habe jetzt gerade den Vorspann mal aufgenommen, damit ihr Bescheid wisst in dieser Woche. Wenn dort von Supercell dann was kommt, schiebe ich das natürlich dazwischen. Deswegen kann es sein, dass das hier alles so ein bisschen, ich sag mal so, zeitversetzt ist. Okay, wir müssen die Nummer 12 machen, 12 gegen 12. Und auch hier seht ihr wieder ein Rathaus. Ein Rathaus 12. Ich musste tief in mich gehen. Von welcher Seite ich hier mit meiner Blimp reinkomme, aber ich glaube, wir kommen über die Adlerseite und landen hier an der Statue. Ich hoffe, da an der Statue liegt nichts und die Feger drehen sich nicht in die Richtung, wo meine Blimp jetzt gleich reinfliegt. Also Ziel wäre natürlich super. Wir kriegen den Adler, wir kriegen das Rathaus. Die Klamburg kriegen wir wohl nicht, aber wir gehen jetzt trotzdem 1, 2, 3, wir gehen rein. Und ich sage immer, im Livestream sage ich immer, wish me luck. Wish me luck, yo, ist klar. Und jetzt muss ich auch mal sehen, hier ballert im Moment keine Luftabwehr hier hinten auf dem Eck, außer da vorne die. Die nehmen wir in jedem Fall mit. Beziehungsweise wir nehmen erstmal das Kanönchen hier mit. Nehmen die beiden rein hier und setzen jetzt hier unsere Blimp. Denn erstmal geht die Blimp noch ganz gut durch. Machen die da auf. Nochmal einmal drauf den Verdoppler. Das sieht noch ganz gut aus. Adler ist raus. Klanburg kriegen wir auch noch fast. Kriegen wir auch noch fast. Okay, das ist in Ordnung, Leute. Das ist absolut in Ordnung. Ein bisschen Klanburg muss einfach sein. Und dann gehen wir hier weiter rein. Hier oben hatten wir keine Falle mehr. Und jetzt habe ich natürlich nur noch einen Wut und... Na toll, wo geht denn der Mauerbrecher hin? Der geht auch nach da. Ja, okay, wir haben halt nichts mehr dahinter, aber macht nichts. Wir wollen ja letztendlich die Prozente hier haben. Dann lassen wir den King mal hier gehen. Und also wie gesagt, es kommt mir jetzt auf die Prozente an. Wir haben 27% und das ist noch nicht super viel. Wir gucken mal, wo die Queen hingeht. Okay, die geht nach da. Dann... Wo geht denn der King hin? Hallo King. Ach so, ja King. Der King ist Fuchs, ne? Der King ist wenigstens ein Fuchs. Der macht's richtig hier, Leute. Und dann gehen wir hier mit unserem restlichen rein, denn hier liegen die Prozente. Hier liegen die Prozente. Borden hier mit drin. Und dann kann die Lucy abgehen hier. Und wir haben jetzt noch einen einzigen Heilzauber, aber wir haben jetzt schon wieder 43%. Und so kann man es eigentlich ganz gut machen, würde ich jetzt mal so sagen. Wir nehmen die jetzt gleich auch mal in die Pflicht. Ich meine, wir haben, die Klandruck ist eliminiert, wir haben den Adler weg. Ist eigentlich ganz gut. Ja? Also ich bin eigentlich super zufrieden, dass diese Version hier ganz gut funktioniert. Und ihr seht, dass die funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Auch gegen den hier, der schon ein bisschen stärker ist. Es wundert mich jetzt wirklich gerade ein bisschen. Aber alle meine Heiler sind noch da. Beziehungsweise drei Heiler sind noch da und nicht mehr viel Base, aber auch nur noch 41 Sekunden. Da habe ich wieder ein bisschen getrödelt, wenn die da gleich durch die Lücke sind. Ich glaube, dann zünde ich mal meine Queen. Dann habe ich noch ein bisschen mehr kleinere Truppen hier in der Base und so könnten wir vielleicht sogar die drei Sterne hier schaffen. Ich gucke mal, ob wir einen Hype kriegen. Oh, die Heiler switchen auf die Miner. 21 Sekunden. Nee, Leute, das wird ein Timefail. Aber der Angriff war wieder so gut.
Der Angriff war wieder echt krass. Leute, spielt Blimp auch auf Rathaus 11. Es ist echt cool. Ich meine, früher hat man eine Safe Blimp gespielt. Aber ihr seht das hier. Das wären jetzt echt easy peasy, hätte ich fast gesagt. 3 Sterne gewesen. Denn die Miner hier. Oh, wie ärgerlich. 86%. Wie ärgerlich ist das denn? Aber, wie gesagt, Leute, spielt eine Blimp auf, auch auf Rathaus 11 oder 12 oder 13. Ruhig mit Unsichtbarkeitszauber. Denn früher hat man so ein bisschen, ich sag mal so, früher hat man eine Safe Blimp mit Kobolden gespielt. Das geht natürlich immer noch. Aber so bekommst du natürlich viel, viel mehr raus. Und wir gehen nochmal rein, was ich eigentlich tatsächlich in der Mitte geschafft habe. Halt, wollte das mal vierfach machen, bis die denn weg sind. Und man bekommt einfach mehr raus. Ich meine, man kann die Blimp jetzt auch komplett durchfliegen lassen. Die hatte ja jetzt wirklich überhaupt keinen Beschuss mehr. Beziehungsweise nur so ein bisschen Beschuss. Aber ihr seht, ich musste sie aufmachen. Ja, ich musste sie aufmachen an der Stelle. Und das war mir auf jeden Fall sicherer und lieber. Ich zähle natürlich jetzt gerade nicht bis 4. Ich habe immer Schiss, dass die mir da verrecken. Aber ihr seht das selber, wie viel hier jetzt schon weg ist. 18%. Und das ganze Mittelkompartment hier, na nicht das ganze, aber recht viel ist weg. Ärgerlich, da muss er einfach ein bisschen schneller sein. Da muss man einfach ein bisschen schneller sein. Na, es ärgert mich ein bisschen. Okay, aber ich mach das weiter, weil das ist echt eine gute Taktik. Ich gehe mal davon aus, dass die anderen Clans, auf die wir jetzt noch treffen, ähnlich aufgestellt sind wie der Clan hier gegenüber. Das heißt also viel, viel stärkere Rathäuser und ich hoffe, ihr spielt auch diese Blimp-Variante, denn man kann sie ganz gut spielen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare lassen, ob ihr das auch mittlerweile so spielt. Ich meine, ich habe es jetzt lange genug, muss man auch ganz klar dazu sagen, geübt. Und übt das ja immer noch. Aber es funktioniert echt bombig, muss ich sagen. Und auch mit dem Hybrid am Ende. Ihr habt dann halt noch einen Zauber, einen Heilzauber und einen Wutzauber über. Das muss dann reichen für die restlichen Prozente. Dass man unbedingt auf 3 geht. Ich wollte jetzt tatsächlich nicht auf 3 gehen, Leute, aber wenn die Base dann nicht ganz so gut ausgebaut ist, könnt ihr das ruhig machen. Es geht natürlich auch jegliche andere Kombination. Also das Ganze geht mit Drachen, das Ganze geht vielleicht auch mit Elektrodrachen, das Ganze geht natürlich auch mit dem Queen Charge Lalo dann am Ende. Das macht unser Nachtschatten ja immer auf, die 15er da oben, und holt auch 2 Sterne. Aber wie gesagt, wenn ihr das Ganze ein bisschen länger sehen wollt, dann kommt einfach in die Livestreams. Dort zeige ich in der Regel recht viel Angriffe, auch mal Wiederholungen etc., wenn man sich an eine Base erinnert oder sonst was. Und so weiter. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren, nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Bis dahin, vielen lieben Dank. Euer Toto. Clasht.